Hallo Leute, vielleicht habt ihr es so mitbekommen, am Sonntag ist Muttertag und deswegen möchte ich auch mal mit euch über dieses Thema reden. Der Muttertag ist der bedeutendste Tag für die Floristik. Nach dem FDF, dem Fachverband Deutscher Floristen, werden über 80% der gemischten, floristisch aufgewerteten Blumensträuße in der Muttertagswoche verkauft. Wir sprechen da von einer Größenordnung von so 100 Millionen Euro zum Muttertag an Blumensträuße. Und darin enthalten ist noch gar nicht die Zahl der Topfpflanzen, die zum Muttertag verschenkt werden. Ihr seht also, der Muttertag ist ein riesiges Geschäft, der auch gerade zu diesem Termin richtig gepusht wird. Ich habe übermäßig viele Radiowerbungen gehört. Ja, mach deine Mutter glücklich, kauf ihr Blumen, kauf ihr, kauf ihr, kauf ihr und kauf ihr. Denn nicht nur beim Blumenladen Floristen seines Vertrauens an der Ecke kann man Blumen kaufen, sondern auch bei Flora Prima, Fleurop oder 123blumenversand.de. Und ganz klar, durch diese Online-Versandgeschichten wird auch zusätzlich suggestiert, kauf deiner Mutter Blumen. Macht es. Gib Geld aus. Ich sag dazu Bullshit. Es gibt nichts Traurigeres als ein Blumenstrauß. Du schneidest die Pflanze ab, die Pflanze stirbt langsam in einer Vase und es ist einfach schon ziemlich traurig, finde ich. Denn außerdem ist es für Floristen oder Leute, die in Blumenläden arbeiten, die absolut schlimmste Arbeitswoche. Denn 7 Tage in der Woche arbeiten, das ist einfach furchtbar. So habe ich jetzt auch eine Freundin, die absolut am Rad dreht, denn die arbeitet jetzt einfach 13 der letzten 14 Tage durch und ist absolut fertig. That's not nice. Jetzt sagt ihr euch mit Sicherheit, okay, dann schenke ich halt meiner Mutter Pralinen. Natürlich weiß ich als Gartenbauer nicht genau darüber Bescheid, ob es in der Pralinenproduktion eben auch diesen Ausschlag gibt, aber ich kann es mir schon ziemlich vorstellen. Und ja, Pralinen verschenken ist zwar eine Alternative, aber es macht es nicht wirklich besser. Und vielleicht versteht der ein oder andere langsam, worauf ich eigentlich hinaus will mit diesem Video. Ja, das ist jetzt nur eine kleine Konsumkritik, aber hauptsächlich eine Sozialkritik hier. Denn das schönste Geschenk für eure Mütter wäre mit Sicherheit einfach Zeit. Unsere Mütter sind für unser Leben eigentlich eine der wichtigsten Personen, denn sie haben uns in diese Welt hinausgepresst. Sie haben uns das Leben geschenkt und vielleicht sollten wir ihnen an diesem Tag eben auch Zeit schenken. Und im Konkreten meine ich natürlich, ruft eure Mütter an, skypt mit ihnen oder am besten besucht eure Mütter. Verbringt einen schönen Tag mit ihnen und zeigt euren Müttern, wie wichtig sie für euch sind. Denn so traurig wie es klingt, irgendwann werden eure Mütter weg sein und ihr werdet sie ganz doll vermissen und dann habt ihr keine Gelegenheit mehr, Zeit mit ihnen zu verbringen. In diesem Sinne möchte ich meine Mutter grüßen. Hallo, wir sehen uns ja nächste Woche. Bis dahin habt einen schönen Muttertag. Und zu euch kann ich nur sagen, danke fürs Zuschauen. Wie immer findet ihr hier die letzten beiden Videos, da könnt ihr draufklicken und dann kommt ihr zum jeweiligen Video und das könnt ihr euch auch noch anschauen. Außerdem könnt ihr hier draufklicken, um den Kanal zu abonnieren. Wir sehen uns, schönen Muttertag, haut's rein, schöne Zeit, peace out!